All right, guys, today we're going to be reacting to the why Germans love currywurst. Currywurst so much. Currywurst. Wurst. Currywurst, that's how you say it? Wurst, because the W is with the V. Right, so I'm just trying to just read it as German. Wurst. Currywurst so much. Food secrets. Why Germans love currywurst. By the way, my second video today, Merry Christmas for those folks that are still celebrating Christmas. We're still a couple hours left. I mean, Central Time is 11 p.m. here, but you know, we still have people from the Pacific Time still celebrating Christmas. So I just want to just say Merry Christmas for you all, you guys. We're gonna go to one of my visual favorite food, the currywurst. Man, it's just something about it, the way it looks, so appetizing, man. I'm just looking forward for this kind of snack. I'm going to fast between 20 to 24 hours before I go and try this. My other option, I was trying to just see if I can just find any German restaurants around here and just eat it. That was my second option. Try the American version, get a taste of it, and then when I go in the future to Germany, get that taste. Ooh. Let me know what you guys think about that. Make sure you guys go to my Discord, man. That Discord is hot. So make sure you go and just be part of the Cool Kid Club. And that way you can just share not only your, you know, your ideas, but also some of the videos you want me to react to. Meantime, guys, I'm going to keep it short and we're going to jump in. Let's go. Hier essen, das Essen wirklich vom Obdachlosen bis zum Präsidenten alle. Oh. Ein Leben ohne Currywurst gibt es vielleicht, aber es wäre in unserem Fall wenig sinnvoll. Für mich ist die Currywurst, die Berliner Currywurst, die schönste Schweinerei auf der Welt. Pick out the world. I like that guy. I like that guy. That's awesome. That's crazy, man. Die Leute essen wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Currywurst. Wir machen morgen um 8 Uhr auf. Hey, shout out to the subtitles. We got it right this time, folks. The subtitles aren't in English. I don't know why the last time the subtitles were in German. But this time they're in English. Shout zum 5 Uhr. Das heißt, wir haben 21 Stunden am Tag geöffnet. Hi, ich bin Laszlo Vujinovic, Filialleiter bei Curry 36 am Mehringdamm in Kreuzberg, Berlin. Also in Berlin gibt es Currywurst eigentlich oder ursprünglich nur aus Schweinefleisch. Es gibt mittlerweile verschiedene andere Variationen. Wir bieten tatsächlich nur Currywurst aus Schweinefleisch an oder alternativ vegane Currywurst. Vegan? That tastes kind of funny. Have you guys tested the vegan option? Probably a lot of soy in it, right? Because I tried before the soy sausage. Not my favorite. So let me know what you guys think about that one. Wir verwenden für unsere Currywurst ausschließlich die Schweine von unserem eigenen Hof, die echt Havelländer Apfelschweine, bieten unseren Tieren ein deutliches Plus an Auslauf und auch mehr Zeit zum Wachsen. Stop. Stop. Mein Name ist Stefan Koch, ich bin Produktionsleiter der Hoffleischerei Farm Katerbrunn. Wir haben einen Teil Bauchfleisch, wir haben einen Teil Schulterfleisch, einen Teil Speck. Dazu gesellt sich dann noch ein Teil Wasser in Form von Eis, was man auch zur Kühlung braucht. Zusätzlich kommen dann natürlich noch Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskat und vielleicht noch die persönliche Note mit dazu. Weiter geht es dann mit dem Füllen. Da wird die Currywurst dann entweder in einen Darm gespritzt oder halt wie früher in ein Wasserbecken. It's not only the sausage though, it's the fact that that sausage is already seasoned. Okay, that's the secret. Wenn das geschehen ist, dann wird sie schon gebrüht. Wow. Classification. Also am weitesten auch bundesweit verbreitet ist die Currywurst mit Darm. Das ist ein Feinbrät, was ähnlich einer Bockwurst dann im Schweinedarm gebrüht wird und auch geräuchert wird. Und der Berliner Klassiker traditionell ist die Spandauer ohne Pelle. Also die Currywurst ohne Darm. Diese wurde früher immer einfach direkt in heißes Kesselwasser eingesprüht. Dadurch hat sich eine Außenhaut gebildet und die Wurst hat ihre Form behalten.
Mittlerweile, auch aus hygienischen Gründen, produzieren wir das im Schäldarm. Das heißt, die Wurst wird in einen Kunstdarm gespritzt und dann gebrüht und nach dem Brühen wieder aus dem Schäldarm rausgenommen. You know what's crazy? I still eat the sausage. I don't know that what kind of peeling is, right? But the one that I eat here, they still have some of that thingy in it. And it still tastes good with the peeling, the whatever that thing is. So I'm wondering, is there different flavor? I don't know. Ich sag mal, die DDR ist mit Curry ohne Darm groß geworden. Und die bleiben dieser Variante auch heute noch treu. Oh. Hey, you look that. Mein Name ist Dagmar Konopke. Wir stehen hier vor unserem Unternehmen, Konopkes Imbiss, was ich bereits in der dritten Generation hier führe. Wow. Es ist so, dass meine Großeltern und meine Eltern 1960 in Ostberlin die Currywurst ohne Darm eingeführt haben. Yep, that's how you eat it. In West-Berlin gab es damals schon Currywurst mit Darm. Und mein Opa war immer daran interessiert, neue Produkte zu haben. Und da kam man auf die Idee, Currywurst in Ost-Berlin einzuführen, aufgrund der Darmknappheit. So it was more like a West-Berlin kind of thing. It was not an East-Berlin kind of thing. Let me know in the comment section, am I wrong with that? Curry ohne Darm, für die wir heute noch bekannt und berühmt sind. Ich mag sowohl Currywurst mit als auch ohne Darm. Und die Currywurst mit Darm muss schön kross sein, aber nicht zu trocken. Die Currywurst ohne Darm muss immer noch sehr saftig sein, aber von außen schon schön angebraten, goldgelb. Frying the signal, okay. Oh, hold on. Look at how this guy is picking up those sausages, man. Like a pro. Bro. Die Würste werden bei uns leicht unterschiedlich zubereitet. Für die Currywürste mit Darm verwenden wir ein bisschen mehr Hitze, 150, 160 Grad. Yeah, that way it cooked very nice. Auf dem Breta sind in der Regel so circa 3 bis 5 mm Öl. Das heißt, die Wurst schwimmt schon in reichlich Öl, sag ich mal. I'm telling you, folks, there's not all the food that I'm very interested to try or taste than the Currywurst. Die Currywurst ohne Darm wird mit etwas weniger Temperatur zubereitet, weil man nicht möchte, dass die Wurst so fest wird von außen. Die ist halt einfach ein bisschen fluffiger, ein bisschen saftiger. Das ist in der Regel so bei 130, 140 Grad mit etwas weniger Öl. It's a problem. Ketchup. And curry. Oh, God. Unser Soßenrezept ist nach wie vor geheim und das wird auch nicht verraten. Das existiert nur in unseren Köpfen. Why would you fold it? Also, das. Why would you fold it? Wouldn't that make a mess? She was folding it, I don't know why. Das Geheimnis an unserer Soße ist, es gibt ehrlich gesagt kein Geheimnis. Unsere Soße ist Tomatenketchup. Und er besteht aus 87% Tomaten, bisschen Zucker, ein bisschen Essig, ein bisschen Gewürze, das war's. Jeder Imbiss versucht ja auch ein bisschen individuell zu sein und seine eigene Soße zu propagieren. Dementsprechend ist es einfach so, das, was derjenige für gut hält, macht er halt auch. Ob da irgendwie Mango-Püree drin ist oder Apfelmus oder Worcester-Soße oder Sojasauce, ist letztendlich egal, solange es am Ende dem Gast schmeckt. Wenn jemand nicht sehr gerne sehr scharf isst, dann wird er nicht sehr gerne eine sehr scharfe Currywurst essen. Deswegen gibt's bei uns. Ja, so you guys have a spicy curry too, huh? Oh, that makes it more interesting. Ooh. Alle Abstufungen von mein Kind mag nur Ketchup bis bitte bring mich um. Ooh, look at that curry, man. Meiner Meinung nach grundsätzlich wichtig, nicht zu wenig Soße drauf zu machen und auch die Wurst nicht in der Soße zu ertränken. Bei uns sind einfach beide Produkte der Geschmacksträger. Das heißt, wenn man zu viel. Well, if you put in the sauce, if you put in the ketchup and the curry on top of the sauce. The sausage, the broth, whatever is that. Well, it makes sense because you're not putting the sauce on top of the french fries. So you might have to just really drown it a little bit. Am I wrong? Wenn man viel Soße drauf macht, schmeckt man am Ende nur. Das Tomatenketchup ist fruchtiger. Wenn man zu wenig Soße drauf macht, dann schmeckt man bei der Wurst mit Darm, vor allen Dingen das rauchige, fleischige der Wurst.
Die mit Abstand beliebteste Beilage sind auf jeden Fall Pommes. Egal, ob die Leute eine oder zwei Currywürste essen. Currywurst, Pommes, Mayo ist wirklich Abstand die Nummer eins. Wenn die Leute nicht so viel Hunger haben, essen sie auch gerne mal. So he's making it a little bit more interesting. Mayonnaise. So Mayo, Anna. Okay, I see what he's trying to do. I see. Creating a little bit of mayo ketchup kind of combination on top of it. On top of the hot sauce too, because he said that hot sauce is, they have it every level. Mild, less than mild, hot, you know. Hi everyone, I'm Rum Carlos, a producer of Food Secrets. And if you want to watch more videos like this, click right here and make sure. Wow, man. Ooh, jamón ibérico. Okay, this is interesting. This is interesting. Wow, that was amazing, man. Wow. That's one of the dishes that I really want to try, man. I may try something similar here. I will probably grab a couple sauces. Probably some Italian sauce. Or Italian sausages. And just make like an imitation of currywurst. And just get the feel of it. Because this looks amazing, folks. Let me know, this is a question that I have. Does the currywurst taste different north, south, west, and east? Do they all taste different? Or there's like a unanimous, homogeneous taste to this kind of dish? Let me know in the comment section below, guys. And always, like always, I'll see you in the next one.